Hallo, Freund. Hallo, mein Freund. Wie geht's dir? Alles gut? Hier. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen. Willkommen im Stall. Willkommen in der Welt der Pferde. Na, du kannst es gar nicht abwarten. In der Welt der Pferde, in dieser so außerordentlich vielgestaltigen Welt. Pferde sind ja seit Jahrtausenden den Menschen dienstbar gewesen. Ohne sie wäre die ganze Menschheitsgeschichte anders verlaufen. Der Stall, in dem wir Ihnen heute begegnen, was ist das? Ist das Wohnung, Lebensraum, Heimat oder Gefängnis? Wie hat sich dieses einstige Steppentier, in dessen Sinn immer noch der Drang nach Weite und nach Bewegung ist, mit seinem Leben unter den Menschen abgefunden? Wissen wir genug von diesem hochbegabten, sensiblen Tier, dem einzigen Haustier übrigens, zu dem der Mensch aufsehen muss? Haben Sie das mal bedacht? Nehmen wir uns die Zeit heute, wo wir es als Reiter oder als Fahrer im Sport oder in der Freizeit brauchen, nehmen wir uns die Zeit, es richtig kennenzulernen, mit all seinen Fähigkeiten, Begabungen, mit seinem Charakter, mit seiner Persönlichkeit, damit wir es dann als Partner auch richtig verstehen. Vielleicht haben Sie ein bisschen Zeit, meine Damen und Herren, sich mit uns zusammen in der faszinierenden Welt der Pferde ein wenig umzusehen und sich mit uns gemeinsam an der Schönheit der Pferde zu freuen. Sie sind herzlich eingeladen. Tschüss, mein Guter. Hier. Es ist unglaublich, wie weit wir zurückblicken müssen, um die Urahnen unserer Pferde zu entdecken. Urwildpferde aus der Altsteinzeit, so sahen sie aus. Eine Höhlenzeichnung aus Lascaux in Frankreich. Aber Skelettfunde bewiesen, dass die Entwicklungsgeschichte viel weiter zurückreicht. Aus einem fuchsgroßen, kleinen Tierchen, das vor 60 Millionen Jahren lebte, im Dschungelwald des Eozän, entwickelte sich in Jahrmillionen der erste echte Einhufer, der Pliohippus und Plesippus am Ende des Tertiär. Urwildpferde leben heute noch, rückgezüchtet von Wissenschaftlern, die Pferde, die der russische Asienforscher Nikolai Michailowitsch Przewalski 1879 in der Mongolei entdeckte. In großen Herden lebten sie einst auf den Steppen Asiens. Sie sind die Vorfahren der heutigen Pferderassen. Eine Junghengstherde im Hauptgestüt Marbach auf der Schwäbischen Alb. Scheinbar scheu wie Wildtiere. So sichern sie zu uns herüber. Und sie werden wieder flüchtig. Pferde in der Freiheit, die der Mensch ihnen noch gelassen hat. Sie haben immer noch den ewigen, alten, wachen Fluchtinstinkt vor allem Unbekannten. Sind dies die freundlichen, zutraulichen Haustiere, die wir eben im Stall begrüßt haben? Sie vergrößern die Distanz zu uns noch mehr. Einmal aus dem Stall des Menschen entlassen, stellt sich sogleich das Gefüge der Herde ein, die natürliche Ordnung,
Einordnung des Einzelwesens, die Hierarchie, die alte, die eigentliche Natur der Pferde. Nahrungssuche und Schutz vor Feinden war der Sinn dieser Lebensgemeinschaft, immer wieder deutlich, auch bei diesen Araberstuten. Wohl bleibt die Eigenheit des Wesens erkennbar bei jedem Pferd, aber das gleiche Tun und Lassen in der Schar der Artgenossen ist ihm bestimmt von der Natur. Die Herde ist ewig im Wesen der Pferde. Und immer ist da Wachsamkeit. Alleinsein bedeutet Vereinsamung. Sicherheit ist nur in der Gemeinschaft, so befiehlt der Urtrieb. Und doch sind dies alles Einzelwesen mit eigenem Charakter und eigener Persönlichkeit, die sich auszudrücken versteht. So wie diese Stute aus hippologischem Uradel, arabisches Vollblut. Freude an ihrer Schönheit und die Entdeckung, da gibt es nun doch eine Gemeinschaft zwischen Tier und Mensch. Freilich mit dem Anspruch, einfühlsam, ja respektvoll behandelt zu werden. Da ist die Gerte des Mädchens wie ein Taktstock. Signale zwischen Dirigentin und erster Geige. Von ganz anderer Art Kaltblut, der Schwarzwälder Fuchs. Ruhig, aufmerksam, selbstbewusst, dieser Hengst in der Pracht seiner blonden Mähne. Sein Bild im Spiegel. Und er selbst. Stämmig, gewichtig, kraftvoll und ganz ohne Eitelkeit. Ja, Kraft ist sein bestimmender Ausdruck. Und seine Kraft wird auch heute noch gebraucht. Da, wo bei der Arbeit im Forst Pferdehufe viel weniger Schaden anrichten als der bodenverdichtende Traktor. Dies ist nur ein Beispiel für die Arbeit von Pferden in unserer hochtechnisierten Zeit. Und ihr Eifer und ihre Bereitwilligkeit werden von Maschinen nicht übertroffen. Aber es gibt noch einen Grund, diese Bilder aufmerksam zu betrachten. Scheint dieser kraftvolle Helfer des Menschen nicht ganz eins mit seiner Umgebung? Pferd und Mensch, gerade hier gehören sie hin, denn Pferd und Natur gehören zusammen, auch heute noch, Gott sei Dank. Pferdejugend gemeinschaftlich im Laufstall und ein Neuankömmling. Ablehnung zuerst, allein unter Fremden. Noch ist der kleine Fuchs nicht aufgenommen im Kindergarten. Er muss nun und er wird seinen Platz in der Gemeinschaft finden. Es gilt nur aufzutreten, einen Rang einzunehmen unter den anderen. Sicher wird er bald Freunde finden, so wie diese zwei. Unter den Fohlen, die der Mensch gerade von ihren Müttern getrennt hat und die nun auf sich allein angewiesen sind. Ein bisschen Kinderspiel tröstet dabei. Harmlose, freundschaftliche kleine Rangeleien und doch schon mit einer leisen Andeutung von Rivalität. Je mehr man lernt zu sehen, umso faszinierender werden die Beobachtungen bei Pferden unter sich. Jeder, der mit Pferden umgeht, jeder, der Zuneigung zu ihnen verspürt, jeder, der Kontakt mit ihnen sucht, sollte wirklich immer wieder einmal eine Weile an einem Weidezaun verbringen. Jeder, dem es ernst ist mit der Freundschaft zu den Pferden, wird viel von ihrem Wesen dabei erkennen lernen. Fohlen noch unter der Obhut ihrer Mütter, trinken, grasen, ruhen und viel Bewegung. Das ist so wichtig für sie. Rennen und spielen. Der freie, der schönste Teil der Jugendzeit.
Schon hier bilden sich aber auch Persönlichkeiten. Die Farbe spielt aber keine große Rolle. Für alle beginnt später der gleiche Ernst des Lebens. Mit einem muss das junge Pferd unter dem Reiter sich zuerst abfinden, mit dem Gewicht auf seinem Rücken. Die Suche nach dem neuen Gleichgewicht beginnt. Aber schon während der Ausbildung, in früher Jugend, gibt es für den Reiter Augenblicke, in denen er sich in Harmonie mit dem Pferd, sich eins mit seinen Bewegungen fühlen darf. Das sind Augenblicke des Glücks im Sattel. Die Qualität der Reiterei wird ja eben nicht an der Schwierigkeit der Übungen gemessen, sondern am sichtbaren Grad der Übereinstimmung zwischen Reiter und Pferd. Und das lässt viele Möglichkeiten zur Freude. Die großen Meister aber bleiben das faszinierende Vorbild. Hier nun wird Dressur sinnfällig. Die Entwicklung der Kraft, die dem Pferd die Last leicht macht, die gegenseitige Anerkennung, die man Gehorsam nennt, das unsichtbare Zeichenspiel der Verständigung, das sind Wege und Mittel. Die Harmonie im Gleichklang der Bewegung ist das Ziel. Reiterei stößt vor an die Grenzen der Kunst. Galoppwechsel a tempo. Ein Kunstwerk wird nun geschaffen, das in jedem Augenblick neu gebildet werden muss, denn es hat Bestand nur für den Augenblick. Vergleichbar eigentlich nur der Musik. Sind bei Karin und Herbert Rehbein auf dem Grünwoldhof und erleben deren Training und tägliche Arbeit mit. Natürlich wird hier nicht jeden Tag von Kunst geredet. Arbeit prägt die Atmosphäre, unermüdliche, geduldige Arbeit, jeden Tag neu. Denn auch die Pferde sind ja nicht jeden Tag gleich. Haben denn wir Menschen jeden Tag ein Hoch, sind zu Höchstleistungen fähig und sollten nicht Pferde auch nur Menschen sein? Dies ist aber ein Lehrstück, auch für alle, die diese Meisterschaft nie erreichen, ja gar nicht erreichen müssen, um die Freude im Sattel zu empfinden. Aber ist es nicht ein faszinierendes Erlebnis zu sehen, wie die Vollendung jener Prinzipien sich vollzieht, die für jede Art der Reiterei gleichermaßen gelten? Die starke Hinterhand trägt die Last, und das Pferd in der zurückgewonnenen Freiheit der Bewegung findet zu einem Ausdruck, der ebenso eitel wie bescheiden wirkt. Dressur ist nur ein Name. Dahinter steht eine Welt von Empfindungen und Erfahrungen. Mit dem Pferd und auch mit sich selbst. Da fahren Menschen auf der Straße, Blick auf den Vordermann, ihn zu überholen, ist das einzige Trachten. Ein Blick zur Seite würde sicher Freude machen. Wo Kinder auf Ponys noch galoppieren können, da ist für Kinder die Welt ganz in Ordnung. Da müssen sie freilich auf dem Weg zum Reiter schon ein gutes Stück vorangekommen sein. Und trotzdem rennt ein kleiner Schimmel manchmal weg. Die kleine Blonde da vorn, die, die den Max nicht halten kann. Ich kann nicht halten. Wie ist denn die wohl zum Ponyreiten gekommen? Mein Bruder und ich haben dann voltigiert
Und dann kamen Schulponys, dann sind wir da drauf geritten. Und dann hat unser Reitlehrer, der hat so ein Pony gefunden, das war in der Nähe, und hat gefragt, ob wir das kaufen wollen. Dann haben wir das uns angeguckt, dann haben wir es gekauft und dann sind wir nur erstmal so geritten und dann sind wir auch Turniere gegangen. Ja, und dann ist es bis jetzt. Und was willst du mal werden? Eine gute Reiterin. So. So wie Nicole, die hier mit ihrem Pony von Cornelia Endres für eine Meisterschaft trainiert wird. Sehr schön, prima. Und klopf ihn wieder. Gut so. Nochmal, lange Seitensprünge verlängern und dann probier mal Zweier. Sitzen, Galopp, Galopp. Und zulegen, denken, mitnehmen hinten. Gut so. Gut. Siehste, sehr schön. Hopsa. Jawohl. Gut. Ja. Hopsa. Oben ruhig bleiben. Galoppier nochmal an. Probier nochmal. Bleib still sitzen oben. Du darfst ihn nicht aus dem Gleichgewicht bringen mit dem Oberkörper. So, still bleiben. Auch das sind Vorbilder, die aber ebenso wie wir alle auf ihre Pferde angewiesen sind und oft auch auf ihren guten Willen. Na, grazie. Guten Tag. Guten Tag. Pferde umschmeicheln den Menschen nicht wie manch anderes Haustier. Sie sind zurückhaltend und sie verlangen zuerst Respekt. Manchmal kann man versuchen, sie zu bestechen. Aber immer braucht es Zeit, Respekt und Geduld, wenn man das Vertrauen des Pferdes wirklich erwerben will. Nicht, grazie? Jo. Na? Denkt Grazia, war das alles? Komisch. Seltsame Leute da beim Film. Der Regen rauscht. Es tropft überall. Trieft von den Bäumen. Nun ein Ausritt. Nun vom Pferderücken Natur erleben. Pferd und Natur gehören zusammen. Da spielt das Wetter keine Rolle. Wenn genügend Fertigkeit im Sattel erworben wurde, dann die Geborgenheit der Reitbahn verlassen. Wofür hat man denn sonst gelernt, geübt, geschwitzt, manchmal auch gelitten? Hinaus nun ins Grüne, auch wenn es von Bäumen und Büschen noch so trieft. Man bisher vom Lehrer gelernt und am meisten natürlich von den Pferden. So lernt man sie hier draußen in Wald und Feld ganz neu kennen. Überall da, wo man mit der nötigen Rücksicht auf die Natur und andere Menschen noch reiten kann. Es bleibt noch Raum für einen weiten Blick. Und so fühlt man sich auf neue Weise eins mit der grünenden Umwelt, die das Pferd mit den Hufen in Gras und Sand genauso genießt wie der Reiter. Deines Pferdes Rücken unterwirft dir die Welt, so sagt der Dichter. Zu einem Thron für dich will ich ihn machen, von dem du ein Zepter der Freude und Freiheit führen sollst, wie du es nie geahnt. Aber bevor es soweit ist, lernt man, dass die Pferde hier anders sind. Hier gibt es freien Raum. Hier gibt es viel zu schauen, zu riechen, manchmal sogar was zum Fürchten. Ausritt ist ein Erlebnis und nicht nur für den Reiter. Für viele ist er das Ziel der ganzen Ausbildung überhaupt. Ja, eigentlich für die meisten Reiter in unserer Zeit. Die Öffentlichkeit interessiert sich ja fast ausschließlich für professionellen Hochleistungssport, für jene kleine, herausragende Minderheit, die ja vielfach auch über das Hobbypferd zu Beruf und Existenz im Reit- und Fahrsport gefunden hat.
Der Freizeitreiter genießt die Freude mit Pferd und Natur ganz ohne Applaus. Er hat andere Freuden. Und ist nicht gerade er es, der auf einzigartige Weise mit einem lebendigen Kameraden Entspannung vom hetzenden Alltag sucht, für den kein Gedanke bleibt? Denn Pferde verlangen immer Aufmerksamkeit. Der Dichter hat recht. Die Faszination Pferd bereichert die Freizeit in ungeahnter Weise. Da kommen die Haflinger in der hellen Isabellfarbe. Sie verdankt ihren Namen der Erzherzogin Isabella, Regentin der Niederlande, die geschworen hatte, ihr Hemd so lange zu tragen, bis ihr Gatte Ostende erobert hätte. Und das dauerte etwas länger, 3 Jahre. Daher diese Farbe, die hier gar nicht so unappetitlich aussieht, wie das Hemd der Erzherzogin gewesen sein muss. Haflinger. Kleine, stämmige, robuste Pferde, Kinderfreunde vor allem, Freizeitpferde für alle Zwecke, gutmütig und freundlich. Sie tragen den Namen ihres Ursprungsortes im Hochgebirge, Hafling in Südtirol, aber sie sind inzwischen überall zu Hause. Die lange, dichte, blonde Mähne ist ihr Abzeichen. Sie machen alles mit und auch unter dem amerikanischen Western-Sattel sehen sie gut aus. Fast wie ein American Quarter Horse. Das Sattelhorn ist nicht zum Festhalten da, sondern für die Arbeit mit dem Lasso. Das Ganze aber ist silberbeschlagen, prächtig verziert, punziert in kostbarer Lederarbeit für Schau- und Turnierzwecke. Eine große, breite, höchst bequeme Sitzgelegenheit zu Pferde. Das war der Arbeitsplatz des Rinderhirten, des texanischen Cowboys oder des kalifornischen Vaquero. Aus ihnen sind inzwischen moderne Turnierreiter geworden. Der Kanadier Lyle Jackson zeigt uns, was ein Turnier-Quarterhorse unter anderem können muss. Ohne ständige Reitereinwirkung, nur auf kurze, fast unsichtbare Signale, geht der Hengst Fritz Power hier gehorsam und vollendet ausbalanciert. Westernreiter finden, reiten solle vor allem bequem sein. Da sind Zaumzeug und Gebiss nicht das Wichtigste. Und bitteschön, es geht auch ohne. Der Spin, der Kreisel. Und das Rückwärtsrichten. Quarter Horses, die zahlenmäßig stärkste Pferderasse der Welt, 3,5 Millionen sind beim Zuchtverband eingetragen. Sie sind nun auch in Deutschland zu Hause. Mit prunkender Mähne und wallendem Schweif in der klassischen Rappfarbe präsentiert sich eine alte europäische Kulturpferderasse. Die Friesen, die sich so gern die schwarzen Perlen nennen. Vor dem Wagen wie unter dem Sattel gewinnen diese stolzen Rösser immer neue Freunde. Ihre Geschichte erzählt von Bauernstolz. Arbeit auf dem Acker ist ihnen nicht geblieben. Schaupferde sind sie, wegen ihrer Pracht und Schönheit, die sie zum Teil ihrem andalusischen Blutanteil verdanken. Feurige Sanftmut prägt ihr Bild. Reitervereine haben viel zu bieten, zum Beispiel auch dies. Wie kommt ein Voltigieranfänger darauf? Na also, für viele fängt so das Reiten an. Mach mal einmal einen Schritt im Rundsitz.
So ein großes Pferd ist doch mächtig hoch. Und nicht immer ist der Anfang ganz ohne Bänglichkeit. Und manchmal ist das Hauptproblem, überhaupt heil wieder runterzukommen. Hm? Wollt ihr absteigen? Sollt ihr helfen? Ja. Hm? Alles klar wieder? Mhm. Nur nicht den Mut verlieren. Morgen geht es bestimmt besser. Reitervereine haben viel zu bieten. Und wenn da ein Veteran des Fahrsports ist, der auch Kinder mitnimmt, kommt die Faszination der wippenden Pferderücken vor dem Bock ebenso wenig zu kurz wie das Voltigieren der Jüngsten. Ein Seitenblick. Auf den großen Sport. Viererzug vor der Dressurprüfung. Alles international und feierlich. Und glänzend poliert. Und blank im Lack. Wir sind in Aachen. Und dann auf dem Dressurviereck die geschichtlich allererste Verwendungsart des Pferdes als Zugtier, kultiviert zum Sport. Von historischen Karossen zum Sportfahrzeug mit 4 Pferdestärken, querbeet durchs Gelände. Hindernisfahrt auf der Marathonstrecke im Aachener Stadtwald und 20.000 Zuschauer. Viel hängt von den mutig vorwärtsgehenden Vorderpferden ab, denn die kann der Fahrer nur mit der Stimme antreiben. Der weltgrößte Reitstadion. Jedes Jahr ein kleines Olympia. Der Schauplatz ist Sehnsucht vieler. Einmal in Aachen reiten. Diesen Kindern ging der Wunsch tatsächlich in Erfüllung. Sie ritten in Aachen auf Pferd und Esel. Die kluge Idee eines örtlichen Reitervereins. Neben dem Stadion ein Kinderhippodrom. Wo ist nun der Stolz größer? Faszination Pferd zum ersten Mal. Wer hat mehr Freude? Abseits auf dem Abreiteplatz warten große Sportler auf den Start. Ein Spitzenpferd, nervös vor dem Stechen, muss beruhigt werden. Aber es tut ja so wohl, in guter Obhut zu sein. Pfleger und ihre Pferde. He's nervous for the jump off. Yeah, really, very. Bei anderen gibt's in der Aufregung auch mal einen Nasenstüber. Ist nicht bös gemeint. Drinnen im Stadion vor zigtausend Zuschauern, die das Turnier seit Jahrzehnten mit einer unglaublichen Begeisterung tragen, die dem Sport fasziniert folgen und die Deutschlands offizielles Turnier zu einem Volksfest machen. Fällt dann am Schluss doch noch eine Stange, erklingt bestimmt ein Trostapplaus. Und als Gewinner wird dann ein anderer gefeiert. Gleich welcher Nation. Der Sieger ist Nummer 60, Everest My Monsieur. Sein Reiter, Michael Whittaker, Großbritannien.
Sein Pferd sieht aus wie aus dem Sattlerladen. Viel Leder am Kopf, aber einen Könner im Sattel. Die deutsche Dressurmannschaft. Da werden Erinnerungen wach. Fritz Tiedemann und Meteor. Prinz Bernhard der Niederlande gratuliert. Hans-Günther Winkler und Halla. Am 1. Juli 1961 nahm Fritz Tiedemann hier Abschied vom internationalen Sport. Und bis auf den heutigen Tag sieht der Aachener Abschied so aus. Und manches Taschentuch wird nicht nur zum Winken verwendet. Meteor, der Dicke und Hans Tiede, sein Pfleger und Fritz Tiedemann. Hinaus nun aufs Land, zu einem großen Turnier in einer Pferdezuchtregion und zu den Kleinsten, die hier als berittene Kellner dem Turnierleiter den Tisch decken, vor aller Augen. Und Kinder überall. Rüberschicken müssen Sie. Das habe ich natürlich überhaupt nicht erwartet, dass wir hier bei unserem Doburg-Turnier so verwöhnt werden würden. Hier kommt das Publikum vom Land. Hier sind fast alle Pferdeleute. Hier wird ein Familienfest gefeiert. Natürlich gibt es auch hier großen Sport, denn manches internationale Pferd hatte hier seine Heimat. Und spannende Stechen um den Sieg gibt es auch. Und rasante Ritte. Aber das ist eben nicht alles. Denn ein Großteil der 900 gemeldeten Pferde kommt aus den umliegenden Reitervereinen. Und ihr Abteilungswettkampf, ihre Vielseitigkeit, ihr Geländeritt gehören zu den wichtigsten Prüfungen. Da warten alle auf den Aufmarsch und die Reiter führen mit Stolz ihre Vereinsstandarten. Auch wir schulden ihnen Aufmerksamkeit, denn hier in den Reitervereinen entspringt die Quelle des Sports. Hier, wo Reiterei und Pferdezucht zusammenkommen, wo die Alten und die Jungen zusammen reiten, wo die Passion für die Pferde sie alle eint, da ist dies, wie vielerorts in Deutschland, ein Höhepunkt des Reiterjahres. Viele junge Gesichter in der Reihe und auch manch noch junger Verein neben den Ältesten nähren die Hoffnung, dass die Menschen sich nicht ganz der Technik verschreiben, dass ihr Herz für die Natur nicht verstummt ist, dass die Faszination Pferd lebendig bleibt. Auf den alten Höfen rings im Land lebt die Tradition fort. Pferde gehören auf den Hof. Der ererbte Züchterinstinkt, das alte Wissen bleibt lebendig. Auch wenn es manchmal schwierig ist, in moderner Landwirtschaft, die es ohnehin nicht leicht hat, Pferde zu halten. Pferdezucht bleibt immer ein Abenteuer und man kann nur hoffen. Auf den großen Wurf, auf ein Spitzenfohlen. Auf den Bauernhöfen hütet ererbtes, kostbares Mobiliar die wichtigsten Dokumente. Fohlenscheine, Geburtsscheine und jeder Name darauf ist dem Züchter ein lebendiges Pferd, sein Aussehen, sein Charakter. Wie mancher fährt achtlos an einem Stein vorüber mit dem Hinweis, dass hier dem Besucher sicher mit Stolz die Pferde des Hofes gezeigt werden.
Hier hatte ich. Mehr. So, dann gehen wir rüber, Sabine. Hatte ich. Komm. Oh. Machen wir einen vor. Komm. Der Fuchs noch. Die Menschen leben hier mit dem Wasser und mit den Pferden zusammen. Das Vorland des Deiches, der die Höfe schützt, ist gutes Weideland. Und Pferde überall. Die Natur ist hier noch so gesund, dass Störche hier noch eine Sommerheimat finden. Der Futterstreit der Jungen ist alltägliches Schaubild. Wer kriegt den Frosch? Der? Nein, der kriegt ihn. Das Zusammenleben von Mensch und Tier ist so völlig selbstverständlich, dass Zucht und Aufzucht von Pferden sich ganz ohne Aufhebens einfügen. Die Erhaltung der kostbaren historischen Gebäude aber ist wie überall eine schwierige Aufgabe. Dies ist kein Museum. Es wäre auch schade, wenn da nicht Leben wäre und Spiel und Spaß. Auf vielen Züchterhöfen in unserem Lande bleibt alles zusammen. Pferde aus eigener Zucht und selbst aufgezogene Fohlen anzureiten und als Reitpferde zu fördern, ist eine faszinierende Aufgabe. Und es ist wohl wirklich so, dass das Leben mit Pferden die Menschen prägt und die Kinder erzieht. Zu fröhlicher Toleranz, zu heiterer Selbstbeherrschung, zum Umgang miteinander ohne Zorn. Weil man so schnell lernt, dass Zorn nutzlos ist, wenn man einander verstehen will und dass nur Geduld weiterhilft. Das teilt sich auch jedem Besucher mit. Da ist der Dreijährige am langen Zügel, losgelassen, zufrieden im Galopp, auf dem Weg zum Gleichgewicht. Glücksaugenblicke im Sattel. Und das ist der ältere Fuchs, der schon eine ganze Menge kann. Hier, bitte. Doch was vielleicht noch wichtiger ist, die Pferde mögen alle die Menschen leiden, wohl weil sie noch keine schlechten Erfahrungen gemacht haben. Was Wunder, dass die Kinder zu Besuch hingerissen sind von den großen freundlichen Tieren und dass sie nur den einen brennenden Wunsch haben. Eben diesen. Da sitzt man völlig sicher, spürt die weiten Bewegungen und schaut herab wie ein König. Wie ist denn das jetzt mit Ihnen, meine Damen und Herren? Hätten Sie nicht auch Lust? Kommen Sie nur. Kommen Sie, ich helfe Ihnen rauf. So, das ist der Blick vom Pferd. Das ist das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde. Wie fühlen Sie sich? Es geht doch sehr gut. Wollen wir mal versuchen, ein bisschen zu traben? Sehen Sie? Und jetzt Galopp. Wollen wir einen kleinen Sprung riskieren? Na? Bravo! Nun gesellt sich auch ein Gefährte dazu und jetzt sind wir allem gewachsen, was das Gelände bietet. Und jetzt reitet er vorne weg und ganz schön schnell. Da müssen wir mit. Schneller. Nur keine Angst, es passiert nichts. Ist das nicht herrlich? Der Blick über die Pferdeohren ist der schönste Anblick von der Welt, den es gibt. Und ich gratuliere zum gelungenen Ritt. So teilt sich die Welt der reitenden Menschen. Hier die Künstler. Für die meisten unerreichbar, aber Gegenstand der Bewunderung. Hier die gefeierten Akrobaten des Springsports.
Hier die Bauernsöhne und Töchter, die Pferdezüchter, die mit Pferden aufwachsen, während die Stadtjugend das Abenteuer der Seele sucht, das die Sensationen der Technik nicht bieten könnten, im Sattel und in der Natur. Sie alle eint die Faszination Pferd. Denn wenn auch das vieltausendjährige Zeitalter der Pferde in der Menschheitsgeschichte vorüber ist, die Zuneigung zwischen Mensch und Pferd kann nicht altern. Zu lange haben Pferde den Menschen gedient. Kein Ausritt und kein freier Weidegalopp aber ändert etwas an der heraufziehenden Allherrschaft der Technik. Ist in der Zeit des Radar- und des Satellitenempfangs, der Genmanipulation und des Embryotransfers der Umgang mit dem stolzen, sanftmütigen Tier eine Gnadenfrist? Oder lehren Sie uns etwas, was wir heute, da die Natur unter den Menschen seufzt, dringender benötigen als je zuvor? Ist heute nicht die Zeit, da wir nicht mehr fragen können, was das Pferd für uns tun muss, sondern auch fragen müssten, was wir für das Pferd tun können? Es war ja nicht immer gut, was Menschen mit Pferden gemacht haben, und die Geschichte entlässt uns nicht. Könnte jetzt nicht die Zeit sein, der reinen Liebe und der Freude an einem der edelsten Geschöpfe Gottes? Es wird Zeit, Lebewohl zu sagen, meine Damen und Herren. Und wenn ich sage Lebewohl, dann meine ich eigentlich, dass meine Freunde hier wohl leben sollten. Sie, denen wir so viel zu verdanken haben in unserer Geschichte und auch heute, wo sie so vielen Menschen Freude machen. Wenn unsere Bilder für manchen eine Verlockung waren, nun, der nächste Reiterverein ist nicht weit und die nächste Pferdeweide auch nicht. Und bedenken Sie bitte, Pferde sind auch ohne Reiter immer Pferde. Reiter ohne Pferde sind nur Menschen. Wir Menschen aber tragen die Verantwortung für sie, für ein Stück Natur, das unserer Obhut anvertraut ist. Darum bitte, vergessen Sie die Pferde nicht. Auf Wiedersehen.